Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Sitzen Sie gerade ganz gemütlich in Ihrem Sessel oder auf Ihrer Couch? Wissen Sie eigentlich, wie diese Dinge hergestellt werden? In der heutigen Sendung werfen wir einen Blick hinter die Kulissen einer Möbelmanufaktur. Alle weiteren Themen der heutigen Sendung jetzt im Überblick. Handarbeit. Wir blicken hinter die Kulissen einer Möbelmanufaktur. Und Tauschaktion. Wer jetzt sein altes Haushaltsgerät abgibt, bekommt das neue günstiger. Die meisten Möbel bei uns zu Hause sind von der Stange. Doch immer mehr Menschen lassen sich ihre Möbel nach den eigenen Wünschen fertigen. Und das ist noch echte Handwerkskunst. Luxusgut, Rückzugsort, Feierabendentspannung. Es gibt wohl kaum eine Wohnung, in der kein Sofa steht. Seit 1937 ist der Beruf des Polsterers anerkannt und auch heute noch gibt es Möbelmanufakturen, in denen Sofa, Sessel und Co. noch in echter Handarbeit hergestellt werden. Ausgangspunkt ist das richtige Grundgerüst. Vom Schreiner vorgefertigt wird es in der Polsterei zuerst bespannt und vorgepolstert. Parallel dazu wird in der Näherei der Stoff mit Schablonen exakt vorgezeichnet. Jedes Modell hat dabei eine eigene Vorlage. Von Hand werden die Stücke dann zugeschnitten. Hier muss auf jeden Fall ganz genau gearbeitet werden, vom Nähen her, vom Zuschnitt her. Was oben schlecht gemacht wird, kann ich unten ausgleichen. Ne? Also ist ganz wichtig oben. Zwischen 12 und 14 Stunden Arbeit stecken in einer Garnitur. Etwa 3 davon braucht der Polsterer, um das Gestell mit dem Stoff zu beziehen. Der Kunde will halt, dass das Möbel exakt in die Wohnung passt, vom Maß her. Er will höhere Sitzhöhen, weicher sitzen, härter sitzen, steiler sitzen. Alles nach Kundenwunsch wird gemacht. Neben Kraft brauchen Polsterer vor allem Geschick und Sorgfalt bei der Endbearbeitung. Ein einziger Fehler kann verheerende Folgen haben. Jedes einzelne Möbel muss am Ende gut aussehen und eine strenge Qualitätskontrolle bestehen. Das macht den Unterschied zur Massenware. Der Unterschied fängt schon in der Beratung an. Wir machen sehr viel die Hausbesuche bei unserem Kunde, stimmen die Maße ab, die Farben werden abgestimmt. Und machen da eine Komplettberatung über Sitzhöhe, Sitztiefe, Maße der Garnitur. Und dann trifft man sich in unserer schönen Ausstellung. Und da findet dann die weitere Fachberatung statt. Das Sitzverhalten der Deutschen ändert sich. In den 60er Jahren saßen die Bürger noch aufrecht und gerade auf ihrem Sofa. In den 70ern begann die Zeit des Lümmelns mit weicheren und breiteren Möbeln. Ab den 90er Jahren wurden die Sitztiefen noch breiter. Die Zeit des Loungens begann. Heute geht der Trend zum Möbelstück nach Maß, ganz auf die Bedürfnisse der Kundschaft angepasst. Dass sie ganz klar nicht an der Qualität sparen möchte. Sie möchte das richtige Sofa, das passende Sofa und die ganz wichtige Fachberatung und natürlich Qualität aus Baden-Württemberg oder zumindest aus Deutschland. Der Trend geht also wieder zu Qualität und damit auch zu Handwerkskunst. Seit 1997 ist Polsterer übrigens auch ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Der Trend geht also hin zu den Möbeln nach Maß. Alles weitere Wichtige rund um die Themen Bauen und Wohnen jetzt in den Nachrichten. Wer neu baut, sollte sich bei der Form des Daches vorab gut informieren. In vielen Kommunen müssen sich Bauherren an vorgeschriebene Bebauungspläne halten. Wenn diese vorschreiben, dass nur Satteldächer erlaubt sind, ist ein Flachdach tabu.
Dabei liegen Flach- und Pultdächer im Trend. Sie gelten als praktisch und preiswert. Die Möglichkeit der Begrünung ist gut für die Umwelt und verbessert die Energiebilanz des Hauses. Zudem bietet sich die flache Konstruktion als Grundfläche für Photovoltaikanlagen an. Die Gestelle können je nach Lage des Hauses und Sonnenstand optimiert werden. Bei schrägen Dächern ist dagegen immer eine Dachneigung vorgegeben. Bauherren sollten für Fertighäuser einen garantierten Festpreis mit dem Unternehmen vereinbaren. Diese Kosten sollten dann bis zum Bauende verbindlich sein. Darauf weist der Bundesverband Deutscher Fertigbau hin. Beachten müssen die Bauherren, was in der Summe enthalten ist. Die Bau- und Leistungsbeschreibung hält das fest. In der Regel gilt der Festpreis ab der Oberkante der Kellerdecke. Viele Hersteller schließen auch das Erstellen der Bodenplatte ein. Extra hinzu kommen Versicherungen und die individuelle Ausstattung des Gebäudes. Liebe Zuschauer, nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit einer ganz speziellen Förderung. Und wir fragen den Geschäftsführer der Technischen Werke Schussenthal, wie alt seine Waschmaschine ist. Bleiben Sie dran, bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Das schönste Haus am Platz. Die einzigartige, über 400 Quadratmeter große Fliesenausstellung von Geismayer in Tettnang macht's möglich. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr Fliesenschausonntag. Franz Geismayer, Baustoffe und Fliesen. Ihr sympathischer Partner am Bau. www.geismayer.de. Sie möchten Wärme effektiv nutzen? Für Sie konzipieren wir die optimale Lösung, die zu Ihrem Gebäude und Ihrer Nutzung passt und bieten Ihnen 365 Tage Kundenservice. Bommer, Bad und Wärme zum Wohlfühlen. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber, Horgenzell. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismayer Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismayer.de. Sie möchten morgens den Tag angenehm beginnen? Mit Ihnen gestalten wir gemeinsam Ihr neues Traumbad. Ein Bad zum Wohlfühlen und Genießen. Alles aus einer Hand. Bommer, die Badgestalter. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Bei uns geht es heute um eine ganz besondere Förderung, und zwar neu für alt. Und bei uns im Studio ist Herr Dr. Thiel Böhm, Geschäftsführer der Technischen Werke Schussenthal. Guten Abend. Guten Abend, Herr Baunach. Wie alt ist Ihre Waschmaschine? Meine Waschmaschine ist noch keine 2 Wochen alt. Und es war leider eine ungeplante Investition. Um welche Förderung es sich genau bei den Technischen Werken Schussenthal handelt, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Gefrierschrank, Kühlschrank, Wäschetrockner und Waschmaschine, alle Geräte fallen unter die Top 10 der größten Stromfresser im Haushalt. Bei den Kühl- und Gefrierschränken ist der hohe Verbrauch vor allem auf den Dauerbetrieb der Geräte zurückzuführen. Beim Kühlschrank liegt der pro Jahr bei durchschnittlich 330 Kilowattstunden, gerechnet mit einem 3-Personen-Haushalt. Rund 77 Euro kostet die Nutzung des Kühlschranks im Schnitt. Das sind etwa 10% der Jahresrechnung.
Um die Energieeffizienz ihrer Kunden zu fördern, fördern Energieversorger die Anschaffung neuer Geräte. Mit der Neu-für-Alt-Aktion soll Energiesparen belohnt werden. Sie rufen bei uns an oder schreiben uns eine E-Mail und können dann hier Ihren Gutschein anfordern, den wir Ihnen dann zuschicken. Und mit diesem Gutschein gehen Sie zu den teilnehmenden Partnern, suchen sich dort das energieeffizienteste Gerät, was für Sie in Frage kommt, aus und bekommen dann beim Kauf den Bonus abgezogen. Von der Aktion profitieren können Stromkunden, Wärmekunden und Gaskunden der TWS. Gefördert werden Geräte, welche in die Kategorie weiße Ware fallen, also Gefrierschrank, Kühlschrank, Wäschetrockner und Waschmaschine. Der Gutschein muss bei den teilnehmenden Partnern eingelöst werden. Also er kann nicht überall eingelöst werden, sondern bei den teilnehmenden Partnern. Und ist natürlich oft gebunden an eine gewisse Energieeffizienzklasse, die wir haben. Also wir fordern Kühlgeräte, Gefriergeräte, Waschmaschinen und Trockner. Und ist in dem Fall ist es sehr wichtig, dass die Energieeffizienzklasse A2-fach plus oder 3-fach plus ist. Am Ende kann sich das rechnen. Rund 200 Kilowattstunden verbraucht ein Drei-Personen-Haushalt jährlich fürs Waschen. Das sind rund 47 Euro. Rund 76 Euro kostet der durchschnittliche Verbrauch des Wäschetrockners. Damit liegt er nur leicht unter dem Verbrauch des Kühlschranks. Neben der Anschaffung eines neuen Geräts mit hoher Energieeffizienzklasse kann zudem das eigene Nutzungsverhalten Kosten einsparen. Ein sehr spannendes Thema. Für mich die Frage, warum fördert ein Energieversorger Altgeräte, die zurückgegeben werden? Ja, diese Frage stellen sich viele Menschen. So nach dem Motto, eigentlich wollen die doch nur viele Kilowattstunden verkaufen. Im Prinzip stimmt das auch. Natürlich wollen wir auch viele Kilowattstunden verkaufen. Wir glauben, dass wir mit diesen Aktionen für die Kunden auch Kunden gewinnen. Wir wollen, dass die Kilowattstunden, die verkauft werden, von uns kommen. Dass sie also bei uns dann die Energie kaufen, die sie brauchen. Das ist deutlich weniger Energie. Das ist auch das Ziel. Wir wollen die Energiewende mit befördern. Aber vor allen Dingen natürlich auch, sie sollen bei uns ihre Energie kaufen. Wie hoch ist jetzt die Förderung, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe? Das richtet sich nach der Effizienzklasse. Wir fördern nur Geräte der Kategorie A++ und A3-fach plus. Ersterer Fall wird mit 25 Euro und die noch leistungsfähigeren, effizienteren Geräte mit 50 Euro pro Stück. Für welche Geräte gilt jetzt diese Förderung genau? Das sind die Großgeräte im Haushalt, Kühlgeräte, Gefriergeräte, Trockner, Waschmaschine. Oft hört man ja, wenn es solche Aktionen gibt, es gibt nur ein ganz gewisses Kontingent. Ich glaube, bei Ihnen ist das gar nicht so. Nein, es gibt gewisserweise auch ein Kontingent. Wenn jemand zwei Verträge bei uns hat, das sind viele Kunden, nämlich einen Strom- und einen Gasvertrag, dann können zwei Geräte, also pro Vertragskonto darf ein Gerät erworben werden. Nehmen wir an, ich habe mir jetzt gerade ein neues Gerät gekauft. Kann ich auch nachträglich bei Ihnen noch die Förderung in Anspruch nehmen? Das ist leider nicht möglich. Und die Förderung gilt auch nicht für gebrauchte Geräte, Reparaturen oder Geräte, die die Effizienzanforderungen nicht erfüllen. Wie lange läuft die Aktion bei Ihnen noch? Die Aktion läuft noch bis zum 30. Juni. Also noch genügend Zeit, um sich für ein neues Produkt zu entscheiden und Ihre Förderung in Anspruch zu nehmen. Auf jeden Fall. Herr Dr. Thiel Böhm, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche dann der ultimative Grilltest. Herr Dr. Thiel Böhm, wenn Sie gerade noch da sind, wie grillen Sie zu Hause Ihre Steaks und Würstchen? Also noch ganz klassisch mit Holzkohle, aber ich überlege gerade umzustellen auf Gas. Dann sollten Sie kommende Woche unbedingt Bauen und Wohnen schauen. Liebe Zuschauer, kommende Woche Holzkohle, Gas, Pellets oder Lavastein. Welches ist der beste Grill für Sie? Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.